Willkommen bei Monster Hunter 2 in den kristallenen Tiefen auf dem Weg zum Nergigante. Wobei ich da schon echt gespannt bin, was auf mich zukommt. Die Crew ist geheilt. Es spricht nichts dagegen, wieder zurückzulaufen, aber natürlich gehe ich dahin, wo er mich erwartet. Und ich bin mega gespannt, was auf mich wartet. Also viel Spaß nach dem Intro bei Monster Hunter Story. Bye. So, alle drei Herzen sind noch vorhanden. Das heißt, ich kann noch dreimal sterben, bevor der Kampf abgebrochen wird. Und jetzt schauen wir mal. It's close. It must be. My whiskers are going haywire. Naviru. Don't you worry, Anna. As long as we're all together, there's nothing we can't do. Right. Gigante. At last. Okay, partner, let's do it. Okay, das hier erinnert mich irgendwie an das Cover von einem wichtigen Monster Hunter. Wenn wir herausfinden könnten, was dieser Nergigante will, wäre das ein Schritt in die richtige Richtung. Lass es uns herausfinden, und zwar schnell. Wenn ich überlege, was Red wegen diesem Biest erlebt haben muss, hilf ihm mit allem, was du hast, Kumpel. Ich stärke dir den Rücken von da hinter dem Felsen. Ich guck zu und feuer dich an. Jawohl, gib alles. Ah, jetzt kommt die Frage wieder, welcher Angriff. Wir versuchen zwar mit Kraft, weil ich bei dem hier auf Kraft tippen würde. Technik. Ja, wir liegen mit Kraft richtig. Sehr schön. Rechendes Technik. Super. Dreimal ein Doppel-Tackling. Was? Im Sprießen weiße Stacheln? Was ist jetzt los? Passt auf, seine Stacheln regenerieren. Wenn sie schwarz werden und sich verhärten, greift sie an, während sie noch heiß sind. Auf den Kopf. Oh, Idiot. Okay, jetzt hat der Kopf wenigstens Schaden genommen. What? Der hat mich fast gewonnen-hittet. Ja.
Okay, jetzt haben wir Kraft gegen Kraft gehabt. Das war schlecht. Okay, komm, der macht garantiert einen Bindungsangriff. Der hat jetzt alle gewonnen hittet. Wie willst du denn dagegen ankommen? Er ist so stark. Es wird alles wieder auf das Gleiche hinauslaufen. Es wird nicht klappen, es sei denn, wir können diese Stacheln durchbrechen. Vor allen Dingen habe ich jetzt auf einen Schlag zwei Leben verloren, also. Habe ich ihn angegriffen und habe nicht die Leben deswegen verloren. Ist doch kacke, oder? Alles auf die Flügel jetzt. Keep it up. Verderblicher Stoß.
Aber womit? Jetzt hängt die mit dem Geschwindigkeitsangriff dran. Nein, jetzt war es natürlich Geschwindigkeit gegen Geschwindigkeit. Mist. Und da, ich verliere fast mein ganzes Leben nur für den Angriff. Und alle Waffen sind kaputt. Oh, schieb ihn weg, schieb ihn weg, schieb ihn weg. Ein Riding-Angriff. Keep it up. Objektbeute kritisch. Wow, der hat gesessen. Und der auch. Und er hat sich wieder aufgerappelt. Chaka. Wie viel Leben hat diese miese Katze denn noch? Nicht schon wieder hier Flügel und alles, ne? Wie oft hat er denn noch seinen Kopf? Ja klar, jetzt kommt wieder der super Kraftangriff und wir sind alle wieder tot. Oder auch nicht.
Okay, Geschwindigkeit gegen Geschwindigkeit. Ich darf halt eben nicht sterben, ist der Kampf verloren. Don't rest just yet. Zerstört, Teile gebrochen da und ich hatte volles Leben und er macht mich einfach platt. Was willst du denn da machen? I need to recover first. Also das ist grob unfair hier. Das Problem ist, jetzt müsste ich wieder neu anlaufen, ne? Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich nochmal neu bei dem Endboss. So, da bin ich beim nächsten Kampf mit ihm. Wollte ich ja noch nicht reiten, aber okay.
So, und ich gehe auf die Flügel dieses Mal. Okay, ich habe den Kraftangriff dieses Mal überlebt. Angriff. Auf die Flügel. Da ist er wieder, der Unheiz. Einfach nur lächerlich, oder? So, stellt ein Herz wieder her. Kann es halt eben nicht sein, dass ich da jedes Mal so viel Leben verliere. Jetzt aber die Flügel zerstört.
Alter, richtig sauer. Super. Schön, ne? Und immer auf mich. Und wieder der Unheilsieb. Okay, Kopf hat sich erledigt. Gut, beim nächsten Mal probiere ich es nochmal. Der ist einfach zu stark. Wir sehen uns bei Monster Hunter dann wieder.